Wikifolio Quantissimo Update Kalenderwoche 6 und wir können direkt loslegen, schauen auf das Wikifolio, hat sich richtig gut entwickelt und ist ja im Prinzip auch kein Wunder bei diesen Märkten. Hauptsächlich wird auf den S&P 500 gehandelt und er hat in der vergangenen Handelswoche zum ersten Mal überhaupt die 5000-Punkte-Marke überschritten. Das Wikifolio zieht ordentlich mit. Wir sehen hier eine Performance von 24,8% seit März diesen Jahres bei einem maximalen Drawdown von nach wie vor lediglich 5,3%. Und was die Platzierung angeht in der Wikifolio-Rangliste, stehen wir auf Platz 104. Leider immer noch nicht in die Top 100 geschafft, aber das wird sicherlich auch noch passieren. Insgesamt denke ich, darf man aber auf jeden Fall mit der Woche mehr als zufrieden sein. Schauen wir nochmal kurz auf die relevanten Handelssysteme, die in der vergangenen Woche betroffen waren. Das waren im Wesentlichen zwei, nämlich mein Low-Range-Handelssystem und mein High-Out-Handelssystem. Und gerade in dem Low-Range-Handelssystem, da ging es munter hin und her. Und ich zeige euch das hier mal an der Stelle. So im Durchschnitt seit 1950, im Übrigen im S&P 500, waren es ungefähr 7 Trades pro Jahr. Und jetzt hatten wir, das seht ihr hier in dem blauen Balken, in den letzten 11 Tagen schon 1, 2, 3 Einstiege. Und so viel kann ich auch schon verraten, da gab es auch schon wieder ein Ausstiegssignal, das am nächsten Handelstag umgesetzt wird. Und es lag einfach daran, wenn wir jetzt mal hier uns den Index unten anschauen, dass wir Ausstiege haben, wenn wir das vorherige 200-Tages-Hoch markiert durch diese blaue Linie überschreiten. Naja, klar, und wenn man sich um das Allzeithoch tummelt und immer mal wieder drüber lupscht, dann ist es eben so, dass neben den Einstiegen einfach auch Ausstiege kommen und dementsprechend haben wir so ziemlich geclustert hier in der Woche Ein- und Ausstiege gehabt, gehen aber dann erstmal ab der kommenden Woche mit einer Investitionsquote von 60% in die zweite Februarhälfte. Und das gefällt mir jetzt gar nicht mal so schlecht, denn ich hatte ja kürzlich schon mal über das Thema gesprochen. Der Februar grundsätzlich, wenn der Januar im selben Jahr positiv war, gar kein so schlechter Monat, aber die Performance, die kommt eben hauptsächlich aus der ersten Februarhälfte und die zweite Monatshälfte, die ist dementsprechend schwach. Hoffen kann man immer, dass es dieses Jahr anders läuft, aber ich bin eigentlich ganz glücklich, dann vielleicht nur mit 60% in die zweite Februarhälfte gehen zu können. Müssen wir mal abwarten, was noch passieren kann, dass in dem Low-Range-System, das ich gerade gezeigt habe, noch Einstiege kommen, aber in dem High-Out-System, da wird es bis zum Monatsende definitiv keine Einstiege mehr geben. Das kann ich auch kurz mal zeigen. Da sind wir nämlich raus mit dem Überschreiten eines kurzfristigen Hochs, und zwar eines 10-Tages-Hochs. Das ist jetzt hier diese schwarze Linie. Und hier ist die Konstellation so, dass es, wie gesagt, erst wieder am Monatsende zu Einstiegen kommen kann. In der Woche sehen wir ja auch noch US-Verbraucherpreise, US-Erzeugerpreise. Da könnte es vielleicht noch ein bisschen holpriger werden und dementsprechend bin ich gar nicht so böse drum, dass ich aktuell dann erstmal eine Investitionsquote von 60% nur habe. Aber wie gesagt, alles in allem, denke ich, darf man sehr zufrieden sein mit dem Wikifolio, ist ordentlich nach oben gelaufen, sehr geringe Drawdowns. Klar, die Marktphase, die passt natürlich einfach, der Index ist ja auch selbst ordentlich gelaufen und dementsprechend freuen wir uns über das Allzeithoch, über auch wieder ein neues Allzeithoch im Wikifolio und so darf es natürlich gerne weitergehen.